Herr Schneck, es war ein sehr hitziges Spiel heute, aber jetzt nicht unbedingt wegen den Zweikämpfen. War ein Spiel auf durchschnittlichem Niveau in der Oberliga Baden-Württemberg. Ergebnis 2-4 gegen uns und dann gibt es eigentlich schon fast nicht mehr allzu viel zu sagen. Die Hitze habe ich ja angesprochen. Hat es Ihnen sehr zu schaffen gemacht? Das ist ja doch außergewöhnlich. In 3 Wochen sagen alle wieder, es ist heute viel zu kalt. Das ist unser Los seit 30 Jahren. Im Sommer ist es warm und im Winter ist es kalt. Sind Sie arg enttäuscht über die Niederlage heute? Ich bin sehr enttäuscht, weil wir eigentlich bis zur 20. Minute das Ding im Griff hatten. 3 Tore in 10 Minuten muss man analysieren. Und das hat uns Genick gebrochen, sind wir nie mehr richtig rangekommen. Also Sie haben noch keine Idee, woran es gelegen hat? Die Idee, da bin ich jetzt ein bisschen überrascht und auch ein bisschen überfragt, das muss ich mir wirklich noch genauer überlegen. Ja, wir haben uns heute was ausgerechnet und das haben Sie selber gesehen, nach 20 Minuten muss es eigentlich 2-3-0 für uns stehen. Der Saisonverlauf mit einem Punkt in den ersten beiden Spielen, wie ist der Saisonstart? Der Saisonstart ist dadurch nicht besonders gut, sogar eher schlecht. Und wir wissen jetzt vom ersten Spieltag an, oder vom zweiten Spieltag an, um was es geht. In diesem Jahr gibt es nur das Ziel Klassenerhalt. Wie werden Sie versuchen, das zu erreichen, dieses Ziel? Punkte, Punkte, Punkte. Ihr nächster Gegner heißt jetzt in 2 Wochen Freiburg. Es ist ein Auswärtsspiel. Wie werden Sie versuchen, es da besser zu machen oder das Spiel erfolgreich zu gestalten? Ja, wenn wir da nach 20 Minuten 1 oder 2-0 führen, werde ich mir schon ein bisschen was einfallen lassen, dass wir das besser über die Runden kriegen als heute. Herr Schnecke, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Vielen Dank Ihnen auch. Ciao, ciao.